So, jetzt müsste es funktionieren. Hoffe ich. Oder auch nicht. Also ich ziehe das Fenster mal so rein, dass es hoffentlich so passt. Gut, die File findet ihr wie immer in dem Tutorials Folder. Das heißt, ihr müsst erstmal schauen, wo liegt denn überhaupt das Programm. Und das wäre bei mir unter C Programme Altair 12.0. Und dann Tutorials. Jeder Tutorials gefunden. Steht natürlich auch in der Anleitung. Also Tutorials, HW Solvers und dann Optistruct. Also HW Solvers, Optistruct. Und da soll es eine Datei geben, die nennt sich C-Clip. Hier, diese hier. C-Clip. Die öffnen wir mal. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit, die mal anzuschauen, wie die so beschaffen ist. Also was wir sehen als erstes wäre, wir haben zwei Komponenten und sonst nicht recht viel. Da befinden sich keine Load-Kollektoren drin, da befindet sich auch keine Property, kein Material und nichts dergleichen. Das heißt, das werden wir jetzt alles mal nochmal erstellen. Und das soll nochmal eine Wiederholung sein von dem Arbeitslauf, den ihr ja bereits kennt. So, das erste, was wir machen, wäre, wir benennen ein Material und nennen die Eigenschaften, also die linearen Materialeigenschaften dazu, über Rechtsklick Create Material. Wenn wir das klicken, kommt hier dieses Fenster, das ihr auch schon kennt, und wir nehmen hier Steel als Name, Mat1 als Karte und den Haken für Card Edit Material upon Creation lasst da drin, weil wir wollen die Materialdaten gleich eintragen, wenn wir dieses Create drücken. Gut, Create, dann haben wir hier dieses Material. Und wir brauchen immer zwei von diesen drei Parametern, um eine lineare Analyse zu machen. Also entweder gebe ich E-Modul und Schubmodul oder E-Modul und Querkontraktionszahl oder Schubmodul und Querkontraktionszahl. Zwei von den drei Parametern brauchen wir. Und aktiviert werden sie mit einem Klick auf die jeweiligen Buchstaben oben, die stellvertretend für die Größe stehen. Also E für den E-Modul und NU, Nü für die Querkontraktionszahl. Gut, die zwei aktiviert, dann sollten wir noch die Dichte aktivieren. Und zwar, das braucht die Topologieoptimierung anders als die Finite-Elemente-Methode, wenn sie nicht irgendwelche Trägheitskräfte mit berücksichtigt im Sinne von Gravitation oder sonstigen Volumenkräften. Okay. Also E-Modul, Querkontraktionszahl und die Dichte, abgekürzt mit Rho, sind aktiviert und das sind hier die Standardparameter für Stahl. Was euch vielleicht noch auffallen sollte, ist hier diese Einheitenkonvention. Also 2.1 mal 10 hoch 5 sind eben 210.000 Newton pro Quadratmillimeter. Man könnte es ja auch in Newton pro Quadratzentimeter angeben, aber da müssen sich die anderen Größen eben anpassen. Querkontraktionszahl ist dimensionslos und von dem her ist das jetzt nicht so relevant da dafür, aber die Dichte wiederum in, ich glaube, Tonnen pro Kubikmillimeter. Deswegen kommt auch diese sehr kleine Zahl mal 10 hoch minus 9. Gut, aber das wisst ihr, glaube ich, schon. In dem Fall Return und das Material ist erstellt. Dann die Property. Der zweite Schritt nach dem Material ist die Property. Wieder Rechtsklick Create Property. Und hier brauchen wir kein P-Solid, sondern ein P-Shell. Also für das Card-Image P-Shell. Wir haben zwei D-Elemente, in dem Fall Quads und Trier-Elemente. Und dafür ist die P-Shell-Karte eigentlich die geeignetste. Die können wir Prop-Shell nennen. Und ansonsten brauchen wir noch das Material natürlich dazu. Assign Material können wir hier dieses zuvor erstellte Material Steel auswählen.
und dann hat die Property gleich das Material zugewiesen und wir müssen nichts mehr weiter tun. Current Edit a Property upon Creation könnt ihr auch mal noch drin lassen, weil bei der Shell ist ja eine Information nicht enthalten in der Geometrie, nämlich die Dicke. Die muss ich noch als numerischen Wert hinterlegen in der Karte. Gut, ich drücke auf Create. Ich glaube, ihr seid soweit. Und dann habe ich die Karte vor mir und dann sehe ich hier diesen Parameter T. T für Thickness wird aktiviert mit dem Klick auf T und wir nehmen jetzt einfach mal 1 mm an. Das heißt, die Struktur wäre jetzt hier 1 mm dick. Wir klicken auf Return und jetzt haben wir eine Property erstellt und ein Material hinzugefügt. Jetzt müssen wir die Property und das Material den jeweiligen Elementen, die ja hier schon vernetzt sind, zuweisen. So, das funktioniert entweder hier über dieses Symbol, Components, da kann man das machen, oder aber ihr macht das einfach folgendermaßen, ihr markiert diese zwei Komponenten, drückt Rechtsklick und sagt Edit. Also Komponenten im Modellbaum anwählen, mit Shift markieren, Rechtsklick Edit und hier die Property, Assign Property und die Property Prop Shell auswählen. Dann ist auch normalerweise das Material direkt schon verfügbar. Dann wieder auf Update klicken und dann müsste es eigentlich aktiviert sein. Also nochmal, wir haben die zwei Komponenten ausgewählt im Modellbaum, Rechtsklick, Edit und dann unter Assign Property haben wir geschaut, dass die Property Prop Shell zugewiesen wurde. Und kontrolliert dann auch immer die Materialzuweisung, ob das auch so drin steht. Wenn das alles passt, dann können wir uns jetzt zum... Ja, eine Frage. Hat nicht funktioniert. Wo funktioniert es nicht? Bei mir hat es beim Erstellen schon Probleme. Beim Erstellen gab es ein Problem? Ja. Beim Erstellen des Materials oder beim Erstellen der Property? Bei der Property. Rechtsklick, Create Property. Dann kommt dieses Fenster. Und hier P-Shell als Karte auswählen. Und hier Material, Assign. Und dann auf Create drücken. Und dann ist die Frage, wenn es funktioniert. Okay. Wenn dann links sieht man auch im Modellbaum unter Property, wenn da etwas aufgelistet ist, dann habt ihr es richtig gemacht, dann passt die Sache. Gut, für dich nochmal kurz zur Wiederholung. Wenn jetzt die Property erstellt wurde, Rechtsklick auf die zwei mit Shift selektierten Komponenten, Edit und dann unter Property, Assign Property, Prop Shell und das Material noch kontrollieren. Weil sonst hat es bei allen geklappt, oder? Jetzt können wir nämlich zum ersten Mal überprüfen, ob es auch geklappt hat. Ja? Sieht man irgendwo, dass die Komponenten nicht zugeordnet sind? Das ja, also wenn man wissen will, welche Komponente, welche Property besitzt oder ob jemand keine Property besitzt, das wäre jetzt der nächste Schritt, könnte man sich hier die Farbgebung, ja, also entweder die Elementfarbgebung oder die Geometriefarbgebung so auswählen, dass es hier dran steht bei Prop. Und das zeigt dann, welche Property was wem zugewiesen ist. Also hier diese Elemente sind blau. Und wenn ich rechts, wenn ich im Modellbaum schaue, bei den Properties hat eben die Prop Shell diese blaue Farbe. Ändere ich diese Farbe jetzt zum Beispiel auf dieses Blassorange, dann habe ich folgendes, dann sehe ich einfach, dass die Shell so zugewiesen ist. Wenn die jetzt nicht zugewiesen wäre, ja, dann würde die einfach grau sein. Gut, aber man kann es auch nochmal anders überprüfen, das wäre jetzt meine, also die bevorzugte Methode gewesen, dass man die Farbgebung mal auf Complex, aber sich anschaut, ob das Modell auch die Dicke hat. Weil hier sehen wir, das ist eine 2D-Fläche, die hat keine Dicke. Aber wir haben ja über die Property eine Dicke zugewiesen, numerisch. Also 1 mm Dicke jedes Element. Und das lässt sich hier über dieses 3D-Element Representation, ähnlich wie damals, wo wir diese 1D-Bars und den Querschnitt haben uns anzeigen lassen, von unserem E-Profil oder sowas, geht das hier auch. Also 3D-Element-Representation und ich sehe hier, es hat eine Ausdehnung in dicken Richtung. Also nochmal hier, wäre das hier mit diesem 3D-Element-Representation
in der Bar direkt unterhalb des grafischen Windows, relativ weit rechts, kann man sich das anschauen. So, wir arbeiten aber weiter mit einer zweidimensionalen Ansicht, weil es einfach praktischer ist. Und als nächstes müssen wir den Lastfall aufbringen. Also vernetzt haben wir ja schon. Nochmal zum Ablauf, zur Wiederholung. Material ist erstellt, Property ist erstellt, die Komponenten haben wir schon gehabt. Und die Property wurde dann den Elementen über die Komponenten zugewiesen. Und wenn das passiert ist, können wir an den Lastfall gehen. Ja, eine Frage? Wie kann ich die Dicke nachfügen, weil die fehlt bei mir? Die fehlt? Ja, das haben wir vorher bei dir vergessen. Die Property rechtsklick anwählen und Card Edit. Und hier unter T müsste der Wert 1,0 drinstehen. Genau, weil sonst weiß er nicht, dass er irgendwie eine Dicke hat. Dann würde er auch im Rechnen einen Fehler bringen. Sagt er keine Dicke, keine Steifigkeit, also kann ich nicht rechnen. Gut, dann machen wir den Lastfall. Und der Lastfall ist, ja, wie bei allen Lastfällen immer so gruppiert, dass man mehrere oder zumindest einen Load Collector braucht. Und den erstellt man hier im Model Browser, Rechtsklick, Create Load Collector. Der Load Collector nennen wir jetzt mal Constraint. So wie letztes Mal auch. Card Image lassen wir auf None. Und wir brauchen hier auch keinen Card Edit Load Collector upon Creation, weil wir haben ja keine Karte. Macht aber nichts, wenn ihr es drin lasst, dann wird sich auch nichts ändern. Also haben wir einen Load Collector erstellt namens Constraint und wir erstellen noch einen zweiten namens Force. Und jetzt nochmal meine Bitte, dass ihr da auch unterschiedliche Farben benutzt, um einfach später sehr schnell visuell unterscheiden zu können, ob ich eine Kraft hier habe oder ob ich eine Constraint, eine Rahmenbedingung habe. Normalerweise mache ich die Constraint immer blau und die Force ist immer rot, aber das könnt ihr machen, wie ihr das mögt. Da gibt es keine Vorgabe. So, und nochmal der Hinweis, dass jetzt ein Load Collector fett markiert ist und dieser Load Collector, der ist jetzt gerade aktiv. Da schreibt ihr rein. Wenn ihr jetzt eine Aktion tätigt, schreibt ihr in diesen Load Collector. So, wir machen aber zuerst mal die Constraints. Das heißt, jetzt wird bei euch auch überall das Forces oder Force fett markiert sein. Deswegen gehen wir jetzt auf Constraints, Rechtsklick, Make Current, um diesen Load Collector auszuwählen für unsere weiteren Aktionen. Also, Rechtsklick, Make Current, dann wird dieser fett markiert und jetzt schreiben wir die Constraints rein. Jetzt ist es so, ich habe jetzt bei mir in der Anleitung die Vorgabe, dass bestimmte Knoten constrained werden. Und ich mache das jetzt einfach mal vor und wir überlegen dann, ob das auch so plausibel ist. Wie das geht, wir gehen hier auf den Analysis Radio Button und klicken auf Constraints, zweite Spalte, zweite Zeile. Oder haben wir über BCs Create Boundary create Constraints. Also BCS steht für Boundary Conditions, in dem Fall für Randbedingungen, und Create Constraints liefert euch das gleiche Panel wie der Klick auf Constraints unter dem Analysis Radio Button. Die Knoten, die ihr auswählen müsst, befindet sich einmal, also wenn ihr die Ansicht so habt wie ich, ganz links oben, und da wird nur der dritte Freiheitsgrad gesperrt. Das heißt, alles deselektieren, außer den dritten Freiheitsgrad, was die Z-Richtung in dem Fall bedeutet, translatorisch. Also nochmal zur Wiederholung, 1, 2, 3 sind X, Y, Z translatorisch, 4, 5, 6 sind X, Y, Z rotatorisch. Und wir klicken mal auf Create. Dann sehen wir, dass sich hier so ein Dreieck abgebildet hat, in der entsprechenden Farbe unseres Load Collectors, was jetzt in dem Fall sehr wichtig ist. Da erkennt ihr auch sofort, ob es einen Fehler gab. Der nächste Punkt befindet sich in der Mittellinie ganz links außen und der bekommt 1, 2 und 3.
Also der wird komplett festgehalten. Und wieder auf Create drücken. Und ihr seht jetzt auch, vielleicht etwas besser, wenn ihr die Elemente durchsichtig macht, dass diese Zahlen die gesperrten oder die beeinflussten Freiheitsgrade der jeweiligen Knoten bedeuten, die von einem Constraint belegt sind. Durchsichtig machen könnt ihr die Elemente mit diesem Symbol hier. Wenn ihr im grafischen Window schaut, in der Bar unterhalb des grafischen Windows, relativ weit rechts, bei da wo wir gerade die Dicke eingeschaltet haben, zwei weiter links davon. Kann man sich das auch nochmal ein bisschen verfeinern, wie man das haben will. Und der letzte Knoten ist praktisch direkt in der Kuhle von dem C-Clip. Und da wird nur der zweite Freiheitsgrad gesperrt. Der zweite Freiheitsgrad bedeutet in dem Fall die Y-Richtung translatorisch. Und in dem Fall darf er sich nicht nach oben bewegen, wenn man diese Ansicht hat, wie ich sie jetzt gerade habe. Fassen wir mal zusammen. Der linke obere Knoten soll sich nicht in die dicken Richtung bewegen und dient dabei als Minimallagerung. Es werden später keine Kräfte in dicken Richtung auftreten, aufgrund dessen genügt eine Minimallagerung. Und das wird repräsentiert durch diesen Knoten. Also halte ich einen Knoten fest und bringe keine Kraft auf, was die Gesamtstruktur in die Richtung verschieben will, bleibt das System dort in Ruhe. Ansonsten würde ich Riesenspannungen bekommen, weil ich nur an einer Stelle festhalte, aber komplett in die Richtung das Modell verschieben will. Die 1, 2, 3 ist eine Fixlagerung, praktisch der Ausgangspunkt zu den zwei Loslagern, die wir hier haben. Und den braucht es einfach, um das Modell komplett festzuhalten. Und der Punkt 2 ist wieder so eine Minimallagerung, könnte man sagen, der einfach die Mittellinie nochmal festhält. Eine Frage? Liegt das bei dem zweiten falsch? Also den springen wir jetzt auch nur. Okay, wenn man sich jetzt verklickt hat und hier irgendwie was falsch gemacht hat. Es gibt diesen Update-Button. Genau. Und wenn man hier einen Update-Button geht, dann sieht man, dass hier Loads auszuwählen sind. Loads sind praktisch diese blauen Dreiecke. Das sind Kräfte oder Randbedingungen, werden als Loads bezeichnet. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel dieses Element anwählen. Also ich bin jetzt auf den Radio-Button Update gegangen und dann kann ich das Loads, dieses Dreieck anwählen. Jetzt kann ich hier eine Änderung vornehmen. Zum Beispiel, ich will hier den dritten Freiheitsgrad sperren anstatt des zweiten. Und ich drücke auf Update. Und jetzt muss ich sagen, was ich denn updaten will. Und in dem Fall habe ich die Degrees of Freedom verändert. Und deswegen selektiere ich nochmal Degrees of Freedom und sage auf Update und dann steht hier eine 3. Ich mache es mal wieder rückgängig. Hat das so geklappt? Okay. Gut, dann wäre das praktisch alles für die Lagerung. Als nächstes werden wir die Kräfte erstellen. Die Kräfte sind so gelagert, dass hier und hier praktisch an diesen Punkten, wo ganz rechts außen von dieser von der Vertiefung jeweils 100 Newton wirken in die jeweilige Richtung, also oben nach oben und unten nach unten. Die zwei werden wir jetzt erstellen. Dazu werden wir im Load Collector erstmal wieder die Kraft auswählen, in dem Fall Forces of Make Current, das wir in diesen Load Collector auch reinschreiben. Anschließend schauen wir uns eben unter Analysis das Panel Forces an, zweite Spalte, vierte Zeile. Oder aber auch über BCs Create Forces, auch möglich. Gut, das bringt uns zu diesem Panel und da können wir jetzt praktisch die Kräfte aufbringen. Selektieren zuerst mal den Knoten oben aus und jetzt ist bei mir hier die Y-Achse eingestellt, was in dem Fall schon relativ gut passt. Wenn es nicht so wäre, wenn da zum Beispiel sowas dran stehen würde wie Constant Components, kann man das auch jederzeit so eingeben. Man kann auch hier 0, 100, 0 für 100 Newton in die Y-Richtung eingeben. Das wäre genau dasselbe, als über Constant Vector hier die Y-Achse auszuwählen und 100 einzugeben. So, wenn jetzt das zu klein ist, ja, dann haben wir hier die Uniform Size, da kann man die Größe anpassen. In dem Fall würde ich jetzt sowas vorschlagen,
zwischen 5 und 10, dann sieht es relativ gut aus. Auf Create, genau, auf Create drücken, um die Kraft zu erstellen, wenn vorher der Knoten ausgewählt wurde. Genau, so machen wir das bei der zweiten Kraft auch. Wir wählen den Knoten aus, geben in dem Fall minus 100 ein und drücken wieder auf Create. Und dann haben wir die zweite Kraft auch erstellt und damit den Lastpfahl schon fast definiert. Der Loadstep fehlt natürlich noch, aber es sind jetzt mal alle Komponenten vorhanden, die es braucht. Eine Lagerung und zwei Kräfte. Gut, jeder soweit? Dann werden wir den Loadstep erstellen. Den braucht es immer, um den, um die zwei SPCs oder sagen wir mal die Load-Kollektoren an sich so zuzuordnen, dass sie in den richtigen, dass sie richtig verstanden werden, richtig interpretiert werden. Zudem wird auch die Berechnungsmethode im Loadstep festgelegt. Das funktioniert folgendermaßen: Über Setup, Create Loadstep kommen wir in ein Panel. Und dieses Panel, dem geben wir jetzt einen Namen für diesen Loadstep. Ich nenne das jetzt mal Opposing Forces, also gegenüberstehende Kräfte. Und jetzt ist bei mir jetzt schon was vorausgewählt. Ich mache das nochmal weg. Normalerweise sollte es so aussehen. Der Typ auf Linear Static, den lassen wir mal so. Wie gesagt, weil die linear statische Analyse unsere Anforderungen schon erfüllt. Und dann wählen wir SPC und Load an und in dem Fall passt es recht gut, weil hier schon die 1 und die 2 drin steht für unsere Load-Kollektoren, die mit der ID 1 und 2 dazu korrespondieren. Sonst drückt man hier auf das Gleichheitszeichen und wählt dann das jeweilige Element aus. SPC muss der Load Collector Constraint rein und Force oder Load muss der Load Collector Force rein. Okay, wenn das so stimmt, dann können wir auf Create drücken und dann wird der Lastfall erstellt. Ihr habt jetzt keine direkte Rückmeldung, dass der Lastfall erstellt wurde, da poppt nichts auf. Das Einzige, was ihr sehen könnt, ist im Modellbaum ein Loadstep, der sich hier angesiedelt hat mit dem Namen, den ihr gegeben habt. Sollte der Loadstep nicht im Modellbaum sein und ihr drückt auf Create, schaut hier links unten rein, wo hier Ready steht. Und wenn ihr das Glück habt, dass bei euch nicht steht No Access oder... dann könnt ihr da vielleicht den Fehler rauslesen, was er gerade hat. Aber wenn hier ein Load Collector drin ist im Modellbaum, dann habt ihr alles richtig gemacht und seid dann praktisch fertig mit dem Lastfall. So, das wäre jetzt praktisch eine einfache Finite-Element-Analyse, ein Modell, das rechenfähig ist und das wir jetzt mal testen wollen. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, was passiert, wenn wir das laufen lassen. Bitte speichert es lokal. Also was wir jetzt machen, ihr müsst einen Ordner wählen, der bei euch lokal liegt, nicht auf das Netzwerk und nicht auf den Desktop. Der liegt auch im Netzwerk. Deswegen bei euch, ihr klickt jetzt mal auf Optistruct, Analyzes Optistruct und hier wählt man einen Ordner aus. Zum Beispiel kann man das hier stelle ich bei mir einen neuen lokalen Ordner namens Hyperworks Tutorials und einen Ordner namens C-Clip. Und die Datei, die ihr speichert, nennt sich cclip.fem. Und das ist die Textdatei, die als Input für den Solver benutzt wird. Können Sie nochmal zeigen, dass Sie das jetzt abgespeichert haben? Ja, also ihr schaut auf Save As. Und dann müsst ihr einen Ordner wählen, der lokal ist. Irgendwo lokal, bei mir ist es jetzt C Hyperworks Tutorials C Clip. Und ihr drückt einfach auf Speichern, dann steht hier dieser lange Pfad drin, also das, was ihr gerade ausgewählt habt als Link. Das speichert nicht euer Modell, nur die Input-File. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Das Modell speichern könnt ihr unter File, Save As Model. Was ich auch empfehle.
und vielleicht auch einen Schritt vor dem, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also ist eine schlechte Angewohnheit, gebe ich auch zu. Ich modelliere vor mich hin und vergesse das Abspeichern. Das fällt mir immer erst kurz vorm Rechenlauf ein. Was funktioniert, wenn alles gut geht? Aber sollte ich mal das Problem haben, dass das Programm abstürzt oder, keine Ahnung, der Strom ausfällt, dann ist alle Arbeit weg. Mehr oder weniger. Gut, File Save as Model, und dann kann man das sich genauso, in dem Fall bei mir, unter C, Hyperworks Tutorials, cclip.hm. Und dann wird irgendwann unten stehen, File has been saved oder sowas in der Art. Genau, der File has been saved. Und damit ist das Modell abgespeichert. Wenn ich jetzt mal reinschaue in die Ordnerstruktur, was sich da jetzt abgespeichert hat, ist eine HM-Datei. Und eine .hm-Datei ist ein Hyperworks oder Hypermesh-Modell. Gut, aber wenn der Link hier unten ausgewählt ist, dann passt das soweit schon mal. Also wenn hier in OptiStruct der Link, wo ihr hinspeichern wollt, drinsteht, ausgewählt ist, könnt ihr auf OptiStruct klicken und mal schauen, ob er durchläuft. Wenn er einfach nichts macht? Wenn er nichts macht, dann versucht nochmal den Speicherort zu ändern. Weil, wie gesagt, das Desktop liegt im Netzwerk und wenn ihr keinen Zugriff habt auf diese Location, dann wird er sowas nicht machen. Ja, das heißt aber noch nicht, dass du keinen Schreibzugriff hast. Ja, nee, also er hat einfach nichts geschrieben. Davor schon. Wo liegt der Ordner? C. C und dann irgendwas. C direkt beim DC-Ordner. Sowas in der Art, okay. Könnte es vielleicht sein. Ich habe aber auch einen Unterstrich. Ein Unterstrich macht kein Problem. Schauen wir uns gleich an. Schaut mal nochmal kurz her, wir kümmern uns gleich um die Probleme, ob es bei euch gelaufen ist oder nicht. Was jetzt hier rauskommt, ist folgendes. Eine berechnete Verschiebung aufgrund der Kräfte, die im Modell drin sind. Also eine Analyse, aber keine Optimierung. Das folgt jetzt erst noch. Das heißt, hört noch kurz zu, wartet mal kurz. Noch kurz zuschauen, ich kümmere mich gleich um das, wo es nicht läuft. Aber jetzt, dass ihr versteht, was hier rauskommt, da befindet sich nur ein Displacement Field, keine Optimierung, keine Struktur, wie es aussehen soll, sondern lediglich ein Displacement Field zum Beispiel oder auch ein Vector Field vom Displacement, aber jetzt nicht eine Optimierung. Ja? Anschauen könnt ihr hier Verschiebungen aufgrund des Lastfalls, jedoch noch nicht mehr. Das zweite werden wir, also die Optimierung werden wir jetzt gleich anschauen. Und bevor wir das tun, werde ich jetzt...